In diesem Video werden wir uns einer Neuerung widmen, die Sie unbedingt ansehen sollten. Also für dieses Video sollten Sie sich ganz, ganz dringend ein paar Minuten Zeit nehmen, damit Sie auch diese Neuerungen verstehen und eventuell anwenden. Zum einen mal finden Sie diese Neuerungen augenscheinlich in den Systemsteuerungen wieder. Indem Sie auf Systemsteuerung klicken, Verkauf, und hier haben Sie nun zwei Häkchen, Tagesabschluss oder Zwischenbericht mit Wechselgeldkontrolle, das kennen wir alle aus der Vergangenheit. Und was neu ist, ist der Tagesabschluss, der gegebenenfalls Korrekturbuchungen nach der Wechselgeldkontrolle im Kassenbuch erstellt. Die zweite Option ist natürlich von der ersten Option abhängig. Das bedeutet, wenn der Tagesabschluss hier oder der Zwischenbericht mit Wechselgeldkontrolle nicht aktiviert ist, kommt auch dieser Punkt natürlich nicht zum Tragen. Wir aktivieren diese beiden Optionen. An dieser Stelle müssen Sie einmal Ihren Computer oder Ihren Arbeitsplatz öffnen und dort auf das Installationsverzeichnis von Wabi Profi 3 wechseln. Standardmäßig ist es auf dem Laufwerk C Wabi Profi 3. Nun scrollen Sie nach unten, bis der Ordner Layouts kommt. Dann wechseln Sie in den Ordner Reports und scrollen nun so lange nach unten, bis die Dateien -Tagesbericht kommt. Das könnten 4 oder 6 Dateien sein. Diese 4 Dateien oder beziehungsweise 6 Dateien können Sie bedenkenlos löschen. Denn die -Dateien sind die Ausdrucksdateien oder die Dateien, die zum Ausdruck kommen, und zwar die Kopien vom Original. So, wir müssen das einmal löschen, also das markieren und dann einfach entfernen drücken, dann ist es gelöscht. So, warum müssen Sie das machen? Damit ganz einfach die neuen Ausdrucke auch dann angewandt werden. Soweit so gut. Ich habe in der Kasse nun schon einmal ein paar Verkäufe vorbereitet, die wir hier mit B4 Bonkopie aufrufen können. Ich habe jetzt hier einen Barverkauf und da habe ich einen Barverkauf und Gutschein, da habe ich einen EC-Gutschein und da habe ich hier wieder einen Barverkauf. Ja? Somit haben wir hier über F12 bzw. Toolbox Zwischenbericht haben wir einen Umsatz von 260,10 €. Wir haben einen Kassenanfangsbestand von 368 €. Und wenn ich diese beiden Summen nun aufsummiere, habe ich einen Mitlaufbestand oder einen aktuellen Mitlaufbestand von 628,30 €. Soweit so gut. Sie können natürlich hier jederzeit auf Zwischenbericht klicken. Wir erinnern uns nun an die Systemeinstellungen. In den Systemeinstellungen haben wir ja gesagt, dass wir beim Tagesabschluss und beim Zwischenbericht die Wechselgeldzählung haben wollen. Wenn Sie sagen, nee, will ich nicht, jetzt nicht zählen, dann klicken Sie auf Übernehmen und Schließen. Und er sagt dann, hey, liebe Benutzer, Sie haben kein Wechselgeld gezählt, wollen wir jetzt abbrechen oder wiederholen? Wenn Sie sagen, nee, ich will nicht zählen, dann klicken Sie auf Abbrechen. Nun kommt das Tagesjournal zum Ausdruck, und zwar als Kopie. Müsste man vielleicht die Vorschau machen, damit Sie das besser sehen. Okay. So, und Sie sehen das, hier ist der Tagesbericht. Und hier oben steht auch ganz klar und eindeutig Zwischenberichts. Ne? Das bedeutet, das ist ein Zwischenbericht und kein Tagesabschluss. Dann würde ja Tagesabschluss dort stehen. Und hier sehen wir genau das, was wir auch hier in Kleinen sehen. Nun kann es natürlich sein, dass Sie sagen, ich will das natürlich hier an der Stelle Wechselgeld zählen. Dann können Sie das natürlich tun. Ich sage jetzt mal, ich habe hier einmal und einmal und einmal. Ich habe jetzt hier 650 € quasi gezählt und sage übernehmen und schließen. Bestätige die Abfragen, ob das auch korrekt ist. Und Sie sehen nun auf dem neuen Zwischenbericht, dass hier eine Wechselgeldzählung um 20.35 Uhr in Höhe von 650 € mit der Zählungsart Z vorhanden war. Z steht für Zwischenbericht und A steht für Tagesabschluss. So, machen wir jetzt einfach erneut. So, wenn Sie erneut auf Zwischenbericht irgendwann klicken, sagt er, hey, dass schon eine Wechselgeldbezählung natürlich vorhanden ist, zeigt Ihnen auch auf, welche und mit welcher Summe, in welcher Modalität. Wenn Sie sagen, ja, das will ich trotzdem nochmal, ja, okay, dann machen wir es halt einfach mal. Jetzt sage ich hier einmal, 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 einmal und einmal. Jetzt haben wir halt 670 gezahlt, warum auch immer. Und Sie sehen, es geht jetzt nur darum, um Ihnen das zu zeigen, wie das dann im Prinzip aussieht. Jetzt haben wir hier eine Wechselgeldzählung, hier um 20.36 Uhr mit 670 bei einem Zwischenbericht. Okay. Da passiert also noch nichts, weil dieser Zwischenbericht ja einfach nur ein Zwischenbericht ist und nicht das Ende des Tages ist. Es könnte ja sein, dass Sie eventuell auch weniger gezählt haben, weil Sie jetzt gerade 20 € rausgenommen haben, um dann irgendwie Bürobedarf oder einen Tankbeleg oder schnell zum Tanken zu fahren. Ist ja durchaus möglich und dann geben Sie es erst nachher ein.
Also der Zwischenbericht ist einfach nur eine statische Erfassung des Wechselgeldes. Das, aber er weiß nicht, haben Sie schon alles eingegeben, ne, was Sie auch vielleicht rausgenommen haben. Oder Sie haben natürlich sich verzählt oder falsch rausgegeben. Kann natürlich alles sein. Okay, soweit, so gut. Jetzt kommen wir zum Tagesabschluss. Also der Zwischenbericht ist klar. Da können Sie das machen. Sie können das Wechselgeld zählen. Sie müssen es nicht. Das ist keine Verpflichtung. Beim Tagesabschluss sind Sie streng genommen im Prinzip dazu verpflichtet, Ihr Wechselgeld zu zählen. Hier genau das gleiche Problem. Beispiel. Oder andersrum. Wir machen das jetzt einfach mal in der Praxis. Eins nach dem anderen. Wir klicken nun auf Tagesabschluss. Und wir bestätigen die Abfrage, die nun zweimal kommt. Ja, wir wollen den Tagesabschluss durchführen. An dieser Stelle möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass nachdem Sie zweimal die Abfrage mit Ja bestätigt haben, Sie wollen den Tagesabschluss durchführen, müssen Sie das so betrachten, als ob Sie mit dem Auto nun auf der Autobahn sind. Sie können nicht einfach auf der Autobahn mehr umdrehen. Im Klartext, wenn das Programm weder sich über das X-Button noch über einen Ausgang- oder Schließen-Button sich schließen lässt, hat das seinen Grund. Dann bitte nicht einfach über den Task Manager gehen und irgendwas abschießen, denn damit schaffen Sie eventuell Fehler im Programm, weil Sie einfach irgendwas killen, und an dieser Stelle sind extrem viele Daten offen. Also nicht einfach irgendwie hier das Programm nun killen. Nur so viel dazu für diejenigen, die manchmal nicht weiter müssen und dann einfach den Task beenden. An der Stelle bitte machen Sie das auch mit keinem anderen Programm auf Ihrem Computer. Denn je mehr Daten Sie offen haben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, oder je eher kann es passieren, dass natürlich irgendwas beschädigt wird. Ja, nur so viel dazu. Okay. Also wir wollen nun einen Tagesabschluss durchführen. Wir haben hier einen Warebestand von 260 Euro, also Einnahmen, 22 in EC mit unserem Anfangsbestand, was unser Kassenbestand hier von 628,30 bedeutet. Nun, an dieser Stelle wissen Sie ja, dass Sie irgendwas auf die Bank bringen, dass Sie eventuell einen Beleg, also was auch immer, ein Tankbeleg, ein Dekobeleg, ein Bürobedarfsbeleg gehabt haben. Sie wissen unter Umständen, ja, haben Sie denn irgendjemand Geld gegeben, um einen Lohn auszubezahlen? Und Sie wissen, haben Sie eventuell irgendwas privat in die Kasse eingelegt oder was privat entnommen? Diese Informationen sollten Sie immer sofort bzw. zeitnah spätestens am nächsten Tag eingeben. Warum? Damit Sie halt alles drin haben. Aber natürlich, wir haben auch ein schönes Video dazu, was also totale Ausnahmen wiederum sind, wo man sagt, hey, das macht eigentlich gar keinen Sinn, dass man das alles täglich eingibt, sondern einfach manche Belege über das Monat sammelt. Das können Sie sich natürlich auch gerne ansehen. So, was wollen wir? Ach ja, wir wollen den Tagesabschluss durchführen. Wir wissen, wir haben jetzt hier 628,30 drin und wir sagen, wir tragen nun Geld auf die Bank. Jetzt wollen wir hier eine neue Einzahlung anlegen. Und ich sage jetzt mal, wir tragen jetzt 100 Euro auf die Bank. Wir klicken hier nun auf Speichern. Nun können wir auf Ausgang klicken und wir sehen, dass sich jetzt unser verbleibender Kassenbestand in Bar um die eingetragene Entnahme, sprich die Einzahlung, reduziert hat. Soweit so gut. Das gleiche gilt natürlich, wie gesagt, für die anderen Kategorien, die wir hier oben sehen. Doch zu Demonstrationszwecken müssen wir jetzt nicht jede Kategorie aufführen und dort irgendwas einbuchen. So, nun sagen wir, wir wollen das Journal drucken. Jetzt kommt wieder unsere Wechselgeldabfrage. So, wir haben 528,30. Ich sage jetzt mal hier, wir haben einen 500er, einen 10er, 528. Jetzt haben wir also quasi 530 Euro gezählt. Bedeutet, wir haben jetzt mehr in der Kasse, als wir eigentlich haben sollten. Nun klicken wir auf Übernehmen und Schließen und schauen uns an, was passiert. Natürlich müssen wir zuvor die Abfragen bestätigen, ob diese Zählung von 530 Euro auch korrekt ist. Der Tagesabschluss wurde nun gedruckt und vielleicht haben Sie es kurz gesehen, es ist eine Korrekturbuchung entstanden. Und da die entsteht deswegen, weil wir ja in den Systemeinstellungen und der Karteikarte Verkauf gesagt haben, hier eventuelle Differenzen als Korrekturbuchung im Kassenbuch eintragen. Schauen wir uns an. Unter Anwendungen, Buchhaltung und Buchungen sehen wir hier unsere Kasse 1.
Nun eine Korrekturbuchung hier in Höhe von 1,70 Euro. Wir haben ja mehr gezählt, als wir eigentlich hatten. Deswegen hat Wabi Profi 3 uns an dieser Stelle eben eine Korrekturbuchung erstellt. Und hat gesagt, okay, die 1,70 Euro, die wir zu viel gezählt haben, die ja anscheinend in der Kasse drin sind, müssen ja irgendwie verbucht sein. Und deswegen hat Wabi Profi 3 das so gemacht. Nun kommt der springende Punkt, wenn Sie das so machen, ja, und Sie eine Korrekturbuchung vornehmen, dann haben Sie im Nachgang, aber nur wenn Korrekturbuchungen da sind, keine Möglichkeit mehr, etwas nachträglich einzutragen. Beispiel. So. Naja, wir haben, müssen halt ein neues Tagesdatum nehmen. Okay, wir haben, na, wir gehen jetzt in die Journalkopien, machen wir es einfach so. Können wir hier machen, in die Journalkopien. Hier haben wir den zweiten. Wir sehen auch hier nochmal original das, was wir vorhin beim Tagesabschluss auch wiedergefunden haben. Jetzt gehen Sie her und sagen, aha, ich habe nicht 100 Euro eingezahlt, sondern 150. Also wollen Sie hier für den zweiten jetzt einfach die Differenz nachbuchen. Wenn Sie nun auf Speichern klicken und die Abfrage mit Ja bestätigen, sagt er, hey, das geht nicht, lieber Benutzer, denn Sie haben am 2.1. Für die Kasse den Tagesabschluss durchgeführt und es liegt eine Korrekturbuchung vor. Was bedeutet das jetzt im Klartext? Okay. Dann sagt er hier, wählen Sie ein anderes Datum. Ja, dann müssen Sie halt das auf den 3. buchen, wie auch immer. Müssen halt dann im Kassenbuch dazu schreiben, gehört eigentlich zum 2., weil Sie sich vertan haben. Also nicht das Programm, wohlgemerkt. Okay. Ich sage jetzt mal, ich will es jetzt nicht speichern. Speichern, nein. Okay. Was bedeutet das? Wenn wir eine Journalkopie jetzt ausdrucken, sollte ja die wenn wir eine Journalkopie ausdrucken, sollte ja das gleiche sein als das, was Sie zum Zeitpunkt des reellen Tagesabschlusses ausgedruckt haben. So. Wenn hier eine Wechselgeldzählung, also eine Korrekturzählung drin ist, machen wir mal ein bisschen größer, ja, damit Sie jetzt auch sehen, was ich meine. Hier, diese Korrekturbuchung, so, naja, wir kriegen das irgendwann hin. Hier, Korrektur-Wechselgeldzählung. Wenn so etwas für ein Datum vorhanden ist, können Sie für dieses Datum keine nachträglichen Eingaben mehr machen. Also ganz, ganz wichtig. Für diejenigen unter Ihnen, die gerne was vergessen, die nichts zeitnah eintragen und die das halt dann irgendwann eintragen, wann sie lustig sind, wenn Sie diese Funktion eingeschaltet haben, haben Sie keine Möglichkeit mehr, etwas Vergessenes nachzutragen. An dieser Stelle nochmal, wenn Sie etwas Vergessenes nachtragen, hat es keinerlei Einfluss hier auf die getätigten Umsätze, hier die Auflistung der Umsätze, der Mehrwertsteuer der Umsätze, das heißt die Mehrwertsteuersummen, Mehrwertsteuerauflistung der Einnahmen bleibt immer gleich. Das Einzige, was ich durch das nachträgliche Eingaben von eventuell vergessenen Belegen oder vergessenen Aktionen ändert, ist natürlich der verbleibende Kassenbestand. An dieser Stelle möchte ich Ihnen dringend anraten, wenn Sie sowas tun, was Sie nicht tun sollten, aber wenn Sie sowas trotzdem tun, zu dem Tagesbericht hier, zu der Kopie immer das Original zu heften, denn dann ist natürlich auch eindeutig belegt und bewiesen, dass die getätigten Umsätze und die darin enthaltenen Mehrwertsteuern sich nicht über Nacht oder plötzlich von einem Ausdruck zum anderen ändern. Soweit, so gut. So, machen wir mal das nächste Beispiel. Das heißt, wir haben ja jetzt zu viel gezählt. Wir gehen jetzt hier erneut in die Kasse. Wir haben jetzt den 3. als Umsatztag und wir verkaufen jetzt mal wieder was. Okay, wir verkaufen was, habe ich gesagt. Ja, will ich verkaufen. Den Herrenschuh will ich verkaufen. Haben wir auch zu wenig da. Den Stuhl nochmal. Ja. Und die flotten Flitzer. Ja, will ich auch verkaufen. Rabatt mache ich einen Preisnachlass auf 8,85 Euro. Wurscht, mach 110. Und sagt, wir zahlen in bar weiter. So, kein Bohnen, was können wir noch schnell machen? Presseerzeugnisse, Monitore, ja, einen Monitor müssen wir unbedingt verkaufen. Sagen wir hier, bezahlen in EC weiter. Mhm. Und wir verkaufen noch einen Monitor und den bezahlen wir in bar. Nein, braucht keinen Bohnen. So, nun gehen wir auf Ausgang und auf Tagesabschluss. Ja, wir wollen den Tagesabschluss durchführen.
Wir erinnern uns, wir haben natürlich jetzt eine Buchung von 500, also das heißt einen Anfangsbestand von 530 Euro. Denn wir hatten ja beim vorhergehenden Tagesabschluss 528 noch ein paar zerquetschte. Und wir haben ja 530 gezählt, also hat Wabi Profi 3 natürlich, weil sie das im System aktiviert haben, eine Korrekturbuchung im Kassenbuch erstellt. So, wir haben hier nun einen Kassenanfangsbestand von 530. Unsere Einnahmen in bar ist also hier ein Kassenbestand von 799 Euro. Nun sagen wir ja, wir wollen das Journal drucken. Ich sage jetzt hier einfach mal 1, da 1, jetzt haben wir 700. Was haben wir jetzt? 780, dann mache ich hier 2, dann mache ich einen. So, schauen Sie mal her. Das heißt, wir haben hier 799 Euro. Eigentlich sollten wir haben. Wir zählen aber jetzt nur 795. Bedeutet, wir haben 4 Euro zu wenig in der Kasse. Wir bestätigen nun die Abfrage, ob das so stimmt. Mit Ja, zweimal. So, und jetzt sagt er, dass das Kassenbuch natürlich erstellt wurde. Und Sie sehen das auch hier. Das ist jetzt schnell weggegangen. Gehen wir nochmal auf Journalkopien. Und Sie sehen nun hier, dass eine Korrekturbuchung der Wechselgelderzählung in Höhe von 4 Euro erfolgt ist. Und zwar, wir haben hier 4 Euro Differenz. Aha. So, was bedeutet das? 530 plus die 269 minus 4 Euro. So, sind 7. Na, machen wir einen Windows-Taschenrechner auf, damit Sie es auch glauben. So, wir haben hier 269 plus die 530 Anfangsbestand minus 4 Euro sind 795 Euro nun als Kassenbestand. Vollkommen korrekt. Das können wir uns natürlich jetzt in den Buchungen ansehen. Anwendungen, Buchhaltung und Buchungen. Ups, da. Da gehen wir nun wieder auf unsere Kasse 1. Und hier sehen wir die Korrekturbuchung der Wechselgeldzählung in Höhe von 4 Euro in Form von Soll. Also 4 Euro abgezogen von 799 sind 795. Auch hier gilt natürlich wieder das gleiche Prinzip. Für ein Datum, an dem Sie Korrekturbuchungen vorgenommen haben, können Sie nichts nachträglich eingeben. Oder Beispiel, oder machen wir ein anderes Beispiel. Wenn Sie am 10. eines beliebigen Monats eine Korrekturbuchung erstellt haben, ja, weil Sie sagen, okay, da haben Sie sich halt, haben Sie entweder mehr oder weniger Wechselgeld in der Kasse gehabt und Ihnen fällt ein, dass Sie am 5. als Beispiel, ja, am 5. dieses Monats, also das heißt in einem früheren Zeitraum, vergessen haben, etwas einzugeben, ist das nicht möglich. Denn Wabi Profi 3 sagt, wenn nachträglich eine Buchung eingegeben wird für ein Datum in der Vergangenheit, bei der eine Korrekturbuchung in der Zukunft lag, geht das nicht, denn dann würden sich alle Folgejournale verändern. Hierzu fragen Sie aber Ihren Steuerberater, wie der das gerne hätte. Und dann müssen Sie sich halt ein vernünftiges Arbeiten angewöhnen. Oder einfach es sein lassen, irgendwas irgendwie einzugeben. Bedeutet, tun Sie es sofort. So, dann machen wir jetzt mal noch ein Beispiel ohne Korrekturbuchung, okay? Das heißt, wir gehen jetzt einfach in die Kasse hinein. Um das einfach mal kurz zu zeigen, wir sagen natürlich, wir brauchen jetzt hier einen neuen Umsatztag. Wir nehmen den 4., verkaufen eine oder drei Hosen. Naja, sagen bezahlen, 200, weiter. Nein, keinen Buchen drucken, machen einen Tagesabschluss. Ja, ja. Was haben wir jetzt hier? 972 Euro brauchen wir und ich sage Journal drucken. Dann sage ich hier 1, 972, also 2, 1, 1, das haben wir 900 und 2 Euro, sagen wir einen. Das heißt, wir haben nun einen exakten Bestand. Stimmt genau überein und sagen hier übernehmen. Und stimmt so. Okay, das ist jetzt nun gedruckt. Schauen wir uns das an. Wir haben hier den 4. jetzt gehabt. Hier, 972 Euro. Perfekt. Und jetzt machen wir das Beispiel, das wir gerade versucht haben, Ihnen näher zu bringen. Was haben wir jetzt hier, den 5.? Ja, geht. Das heißt, ich verkaufe jetzt wieder 2 Hosen. Machen wir so, ja, verkaufen. Zack, bezahlen, in bar. Weiter, keinen Bon drucken. So, und jetzt sagen wir also hier, wir machen hier einen Tagesabschluss. Wir sollten jetzt nun 1090 drin haben. Ich sage immer Journal drucken. Das heißt, wir sagen, wir haben zwei 500er, einen 50er, einen so und einen so und einen so.
heißt, wir haben jetzt hier wieder 5 Euro zu wenig. 1090 sollten wir haben, 1085 haben wir gezählt. Das heißt, die haben sich vielleicht vergeben, wie auch immer. Warum das so ist, das kann man nicht reproduzieren, warum sie hier plötzlich weniger drin haben, denn der Mensch steht einfach an der Kasse und gibt unter Umständen falsch raus. So, wir bestätigen die Abfragen. Alles gut. So, jetzt haben wir auch wieder hier unsere Korrekturbuchungen drin. Unter Anwendungen, Buchhaltung und Buchungen finden wir das so wieder. Hier bei Kasse 1. Hier haben wir unsere Korrekturbuchungen der Wechselgeldzählung drin. Prima, gut. Jetzt wird es interessant. Jetzt gehen Sie her und sagen, haha, ich habe ja, was haben wir hier, den 6., den 5. Sie haben ja am 4. vergessen, einen Beleg einzugeben. Also klicken Sie den 4. an, sagen, ja, okay, da haben Sie jetzt keine Korrekturbuchung und sagen, ich habe jetzt, die haben ja Geld auf die Bank gebracht. Und jetzt nehmen wir das und sagen hier den 4. und da sagen wir 33 Euro, weil das eine schöne Zahl ist und wir sagen speichern. Jetzt bestätigen wir die Abfrage. Nun sagt er, hey, Junge, das geht nicht, denn, weil eine Korrekturbuchung für ein Datum vorliegt. Das bedeutet, hier in unserem Beispiel ist es so, für den 4. liegt zwar keine Korrekturbuchung vor, aber für den 5. Denn wenn wir jetzt nun die 33 Euro der Einzahlung für den 4. abspeichern würden und könnten, wäre es ja so, dass der verbleibende Kassenbestand am 4. Nicht 972 wäre, sondern 939 Euro wäre. Somit würde ein erneuter Ausdruck nicht mehr zum Originalausdruck passen. Okay? Also, das geht da nicht. Da bitte aufpassen. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, hey, das Thema ist ja ganz schön doof irgendwie. Ja, ist halt einfach so. Diese Option gibt es. Sie können sie nutzen, sie können sie nicht nutzen. Wir empfehlen es Ihnen, diese zu nutzen. Inwieweit es für Sie Sinn macht, müssen Sie selber wissen. Auf unserem YouTube-Helper haben wir hier ein schönes Video. Hier, das müssen Sie beachten ab dem 01.01.2017. Da ist ja zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Video über diese irre Geschichte hier, über dieses nachträgliches Einbuchen, bloß zusammengefasst. Was ist, wenn Sie am 31.12. einen Tagesabschluss durchführen? Nach dem Tagesabschluss gehen Sie aus dem Laden raus, haben das Geld in der Geldtasche, Sie haben es noch nicht auf die Bank getragen, steigen ins Auto und Ihnen fällt auf, oh, ich habe kein Benzin mehr drin, ich muss tanken, in Ihren Geschäftswagen. Nun fahren Sie an die Tankstelle und kaufen und tanken für 50 Euro und sagen, Reinigungssachen habe ich auch nicht mehr im Geschäft, das heißt, keine Ahnung, Putzmittel, wie auch immer. Dann kaufen Sie noch 20 für 20 Euro in einem Discounter irgendwelche Reinigungsmittel. Was ist mit den Belegen? Können Sie die nie wieder verbuchen? Müssen Sie die dann am 01.01. des Folgejahres verbuchen? Oder was ist, wenn Sie viele Versandaufkleber haben? Müssen Sie, wenn Sie 500 Versandaufkleber haben, die täglich zu Hermes oder zur Post bringen, wie auch immer, müssen Sie die alle separat buchen? Dürfen Sie die zusammenfassen am Monatsende? Und, und. Also hier gibt es sehr, sehr viele Fragen und sehr, sehr viele Situationen, die in der Praxis noch nicht so richtig und wirklich durchdacht sind. Diejenigen, die diese Aussagen getroffen haben in unserer Regierung, haben an solche Situationen echt nicht so gedacht und diese auch nicht wirklich sinnvoll berücksichtigt. Die sagen einfach, Mensch, du bist Mensch, du darfst keinen Fehler machen, du musst immer alles gleich machen, egal wie und egal was es dich unter Umständen kostet. Ob das natürlich die richtige Vorgehensweise ist, lassen wir mal dahingestellt. Und zu guter Letzt sehen wir hier unter Statistik, also unter Auswertungen, Kassenbuch, unser Kassenbuch, wo sie dementsprechenden Korrekturbuchungen zu einem Datum wiederfinden. In unserem Beispiel haben wir hier eine Korrekturbuchung von 1,70 Euro im Haben und hier eine Korrekturbuchung im Soll von 4 Euro und hier eine Korrekturbuchung in Höhe von 5 Euro.